riecht Schweiß eigentlich und warum schwitzen manche Menschen mehr als andere? Bist du vielleicht auch davon betroffen, dass deine Hände ganz stark schwitzen und ist Aluminium überhaupt schädlich? So viele Fragen zu diesem Thema und darum dreht sich auch dieses Video. Mein Name ist Dr. Lies Martin. Ich bin eine der Ärztinnen von der Online-Hautarztpraxis Dermanostik und hier haben wir übrigens auch sehr häufig die Diagnose Hyperhidrose. Was das genau ist, erzähle ich dir gleich. Falls dieses Thema dich übrigens interessiert und du noch mehr lesen möchtest, gibt es einen Blog-Eintrag, detaillierte Informationen, auch noch andere Fakten als hier im Video. Und wo du das findest, unten in der Videobeschreibung. Die wichtigste Frage ist, warum schwitzen wir überhaupt? Und ich habe mich das früher auch sehr häufig gefragt. Die Antwort lautet: Durch das Schwitzen kann unser Körper die Temperatur regulieren. Das bedeutet, wenn es draußen extrem warm ist, schwitzt der Körper und damit gleicht er die Wärme aus. Er kühlt sich ab. Du kannst es auch übrigens mal testen. Geh laufen und fass dir anschließend im Rückenbereich, dann merkst du, die Haut ist da gar nicht warm, sondern richtig kalt. Und das ist nur möglich wegen des Schweißes. Schweiß ist übrigens komplett geruchlos am Anfang. Aber im Verlauf kann es durchaus anfangen zu riechen. Und das ist nicht der Schweiß alleine, sondern es ist unsere bakterielle Flora auf der Haut in Zusammenhang mit Talg. Das zersetzt sich dann und das kann zu einer Geruchsbildung führen. Von daher, wichtige Empfehlung, duschen nach dem Sport ist gut. Du brauchst nicht jedes Mal ein Duschgel, du kannst auch einfach lauwarmes Wasser verwenden, aber insgesamt kann es natürlich anfangen zu riechen, wenn du insgesamt die Körperhygiene etwas herunterdrosselst. Es liegt aber nicht nur am Schweiß. Wir schwitzen an unterschiedlichen Stellen, unter anderem natürlich stark im Achselbereich und im Genitalbereich, aber auch an den Händen und Füßen. Und da kommt schon das vorhin erwähnte Wörtchen Hyperhidrose ins Spiel. Das bedeutet Hyper sehr viel, Hydrose, Schwitzen, übermäßiges Schwitzen. Einige Menschen sind betroffen nur an den Händen, andere an den Händen und Füßen, wieder andere nur im Achselbereich. Manche haben es am ganzen Körper, das ist extrem belastend, weil das hinterlässt Schweißflecken. Die Person fühlt sich unwohl, von daher, ja, ich kann dir gleich erklären, wie es medizinisch behandelt wird. Die Ursache kann aber ganz unterschiedlich sein. Also es kann etwas Genetisches sein, es kann aber auch Stress sein, punktuell. Und die Behandlung ist je nachdem von der Lokalisation abhängig. Also das bedeutet, an den Händen und Füßen mache ich manchmal andere Behandlungen, als wenn es am ganzen Körper auftritt. Weil an den Händen und Füßen kann ich es vielleicht noch lokal behandeln. Am ganzen Körper wird schon etwas schwieriger. Da brauchen wir viele verschiedene Achtsamkeitsübungen auch und etwas Akzeptanz. Aber gehen wir jetzt auf die unterschiedlichen Therapiemöglichkeiten ein. Kommen wir ganz kurz zu den Ursachen. Mögliche Ursachen sind, ich habe eine genetische Veranlagung. Das zweite ist, ich treibe Sport. Das bedeutet, es gibt einen Grund dafür. Dann kann der Stoffwechsel auch eine Ursache sein. Insbesondere Frauen können betroffen sein, wenn es um das Thema hormonelle Veränderungen in den Wechseljahren geht, aber auch im Rahmen der Schwangerschaft. Und auch einige Erkrankungen können zu einer vermehrten Schweißbildung führen. Also das sind so Kategorien, in die wir das erstmal einteilen. Einer der wichtigsten Tipps ist, beobachte dich selbst. Das bedeutet, schau, ist es an allen Stellen mehr Schweiß, also generalisiert, oder ist es lokalisiert, nur an einzelnen Stellen. Achte auch darauf, wann du schwitzt. Was ist die Ursache dafür? Also das bedeutet Stress, körperliche Bewegung oder einfach spontan. Ist es in der Nacht? Auch das ist eher etwas, was du abklären solltest. Oder ist es am Tag immer gleichmäßig? Und wenn du weißt, was die Ursache ist, dann kannst du auch schon anfangen, dagegen vorzugehen. Also reduziere dein Stresslevel. Achte darauf, was du isst. Vielleicht war es eine sehr scharfe Ernährung. Also das sind kleine Faktoren. Ansonsten als Tipp, ja, eigentlich die richtige Behandlung. Und die gehen wir jetzt zusammen durch. Es gibt unterschiedliche Stufen in der Therapie, das bedeutet eine Basistherapie. Zu der Basistherapie gibt es, wenn es im Achselbereich ist, das Deo. Da gibt es aluminiumhaltige Präparate, die sorgen dafür, dass die Kanäle so ein bisschen verstopft werden, weniger Schweiß gebildet wird. Es gibt auch sogenannte Roller, also Aluminium ist nicht nur in Deos, sondern auch in Rollern vorhanden. Also eigentlich etwas, was ich von außen auftrage. Dann gibt es bestimmte Wechsel, also Bäder, wo ich die Handflächen oder Fußflächen hineintauche. Und das wird von der Krankenkasse übrigens übernommen, natürlich in Rücksprache mit der Dermatologin oder dem Dermatologen. Das führt dazu, dass deine Zellen sich neu regulieren. Und Iontophorese wird es bezeichnet. Das ist eine Möglichkeit begleitend, dass ich täglich in diese Bäder reingehe. Dann gibt es auch sogenannte Gerbstoffe. Gerbstoffe wie in schwarzem Tee enthalten. Auch das kann Abhilfe verschaffen.
Und dann gehen wir schon in die nächsten Stufen, also zum Beispiel die Behandlung mit Botulinumtoxin. Botulinumtoxin ist ein Präparat, du kennst sicherlich den Namen Botox. Das lähmt eigentlich die Produktion der Zellen über 3 bis 6 Monate. Das heißt, wir spritzen dann richtig eine Substanz in die Handinnenflächen und dadurch wird die Schweißbildung komplett gestoppt, auch immer nur temporär. Jetzt habe ich dir gerade die ganzen Therapiemöglichkeiten vorgestellt und jetzt fragst du dich ja, was mache ich jetzt konkret? Sollte ich jetzt eine Behandlung mit Botox oder sollte ich eine Behandlung nur mit diesem Iontophoresegerät haben? Da kommen wir ins Spiel und helfen dir. Das bedeutet, du kannst uns wirklich Bilder von deinen Stellen schicken, Handinnenflächen oder Fußsohlen, am besten, wenn es gut zu sehen ist, dass Schweiß vorhanden ist. Und dann können unsere Hautärztinnen dir digital einen Arztbrief mit einer Empfehlung ausschreiben, sodass du dich an die Krankenkasse wendest und die jeweiligen Behandlungsmethoden schon startest, denn sie kosten etwas mehr Geld und da würde ich dir wirklich empfehlen, dass es von der Krankenkasse in Rücksprache mit vielleicht auch unseren Hautärztinnen oder dem Hautarzt, der Hautärztin vor Ort durchgeführt wird. Und damit du keine weiteren Themen mehr verpasst, falls du es noch nicht getan hast, abonniere uns sehr gerne. Hinterlass einen Daumen hoch, ein Like, kommentiere gerne und weitere Informationen, wie unten in der Beschreibung, auf unserem Blogartikel und bei Behandlung kontaktiere uns gerne direkt über die App.